dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Okay, Leute, es geht wieder los. Die achte Folge, korrigiere mich, der achte Teil der Kategorienbesprechung des Gleichsatzkanals, Abteilung Skepsis, ist am Start mit der Nummer 53. Rationaler Zweifel bedeutet die Emanzipation von Autorität. Da schließe ich mich an die 52 in Frage gestellt wird, die Macht, die Autorität untergraben. Ein Werk der Freiheit ist diese Skepsis. Also etwas Gutes. Die Nummer 53, ein Zeuge im Sinne der Verteidigung des Skeptischen, der Idee, der Skepsis. Und schon geht's weiter zum nächsten Punkt, der wieder von einer anderen Seite dieselbe Thematik beleuchtet. Zum Wesen des Skeptizismus gehört das Freisein von Autoritäten. Etwas zu bezweifeln, in Frage stellen, das heißt nichts anderes als die Freiheit zu haben, seine Meinung zu sagen, auch unliebsame Meinungen zu äußern gegenüber der Obrigkeit. Deswegen gehört der Skeptizismus in jedes gut geschnürte Demokratiepaket mit hinein. Und ganz ohne Zweifel geht es weiter zur nächsten Nummer. Ein gewisser Ludwig Busse. Philosophie und Erkenntnistheorie aus dem Jahre 1894. Keine noch so lange andauernde, noch so sehr durch Vererbung, Anpassung, Akkumulation von Erfahrungen und wie die Schlagworte alle lauten, unterstützte noch so schrittweise fortschreitende Entwicklung kann aus einer Empfindung logisches Denken machen. Hier haben wir einen ganz gewichtigen Kardinalsatz, wieder der von mir, aber leider nicht ins rechte Licht, ins rechte Licht gerückt werden kann, da das falsche Werkzeug, hier mal zur Abwechslung ein Polygon, also keine noch so lang andauernde durch Vererbung, Anpassung, Akkumulation von Erfahrungen, Evolution, Assoziation, Manipulation, Unterdrückung und Naturgewalten und wie auch immer, schafft es aus einer Empfindung, jetzt bin ich wieder da. Wieso bin ich da? Dann bleibe ich da. Tut mir leid, das Publikum mit der Art unnützem Kram belasten zu müssen, bei einem derart
einer derart fulminanten Äußerung im Sinne der Verteidigung. So, jetzt geht's wieder weiter. Also nochmal, es wird nichts und niemanden gelingen, aus einer Empfindung logisches Denken zu machen. Und warum? Weil Empfindung und logisches Denken per se, toto, coelo, also überhaupt und total und völlig, verschieden sind, inkommensurabel vom Prinzip her. Und da gibt es auch nichts zu deuteln, in keinster Weise von irgendwas. Das bleibt in alle ewigen Zeiten so, und deshalb muss man sich mit den logischen Konsequenzen dieser grundsätzlichen Verschiedenheiten, wohlgemerkt in logischer Hinsicht, verabschieden, beziehungsweise diese Konsequenzen dann eben voll tragen und keiner noch so liebgewonnenen Objektivität, Wahrheit, Wissen und Erkenntnis in der allgemeingültigen Version da nachtrauern. Das macht keinen Sinn, weil dadurch nur sich der Müll noch mehr anhäuft, mit dem sich sowieso schon Jahrhunderte Menschen die Zeit verschwendet haben, bis auf den heutigen Tag. Die Geschicke dieser Menschheit könnten eine ganz andere Wendung nehmen, würde man sich dieser verschiedentlich über die letzten, immer wieder, es gibt da so Anhaltspunkte, so Markierungen in der Geschichte, in der Geistesgeschichte, wo so etwas wie dieses hier schon ausgesprochen wurde, vermerkt und zur Darstellung gebracht. Aber die Mächte der Finsternis waren immer stärker, so dass das Licht der Klarheit nur immer wieder ein Mauerblümchen-Dasein fristen musste und nicht in voller Blüte sprießen konnte auf allen möglichen Äckern des Denkens. Nichts und niemand kann aus einer Empfindung ein logisches Denken machen. Aber der Stoff, der Rohstoff, hart im Grunde genommen seiner Verarbeitung, natürlich hart er selber nicht, aber der Mensch, du und ich, willst machen, schaffen, von mir aus auch arbeiten, um zu formen, zu gestalten. Und zwar ehrlich, und nicht mit Tücke, in diese Lücke werde ich, falls sie mir zu Pass kommt bei der Post-Production, ein Applaus, ein Schmuckeln. Also, noch einmal zur Wiederholung. Nein, macht nur Spaß. Das müsste reichen hier.
nichts und niemand. Die Nummer 35, wer skeptisch denkt, muss sich deshalb keineswegs jeglichen Tuns und aller Entscheidungen enthalten, sondern soll sich bewusst sein, dass seine Handlungen und Entscheidungen nicht absolut sein können. Damit wäre jetzt wieder denjenigen das Wasser abgegraben, die eben die Skeptiker so in die Ecke der passiven Gemüter oder der resignierten, der gescheiterten Gestalten da drücken wollen, die zögerlich nichts zustande bringen, wie Buridans Esel zwischen zwei Heuballen sich nicht entscheiden kann. Das ist alles Blödsinn, das ist alles nur dazu da, um die Idee des Infragestellens zu diskreditieren. Man muss sich bewusst sein, sich dessen bewusst sein. Und ich bin ich mir bewusst, ja. Bewusstsein nicht. Es geht um den Absolutismus. In Gestalt von Königen und Göttern und Wesenheiten, die nur Theologie sind, aber nicht Philosophie. Absolutheiten, Allgemeingültigkeiten, dessen muss man sich bewusst sein. Und wer sich auf einem logischen Weg so auf die Tour, ja, das muss ja jeder einsehen können, der 2 und 2 zusammenzählen kann, quasi durch einen Appell an den Verstand eines Menschen sich da eine Zustimmung erschleicht, ist ein Scharlatan. Denn diese Zustimmungen können nur in Form einer Anerkennung, und zwar eben ethisch gesprochen, dadurch zustande kommen, dass sich ein Wille für etwas entscheidet, und zwar zwanglos, nicht dazu gezwungen wird. Und sollten die Verhältnisse nicht solche sein, wo jemand eben die freie Wahl hat, sich entscheiden zu können, dann müssen solche Verhältnisse geschaffen werden, damit überhaupt die Idee einer Demokratie die erforderlichen Voraussetzungen hat, um keine Farce zu sein, keine Absurdität. Wir kommen zum nächsten Punkt. Dem Zweifel steht die Entscheidung gegenüber, das Urteil. Hier werden wir uns bewusst, und zwar, dass geurteilt wird, dass zwischen Ja und Nein, zwischen Lust und Unlust entschieden wird, unterschieden wird. Die Differenz liegt nicht in den Dingen, sondern in einem selbst. Und dieser Entscheidung entkommt auch niemand, weil die eben genau da, an dem Punkt, wo es darum geht, eine Empfindung in etwas zu verwandeln, etwas daraus zu machen, sie zu vergegenständlichen, sie zu einem Wort zu machen, schon ein Wille am Werk ist. Eine Intention, ein Interesse, ein Urteil, eine Entscheidung, eine Wahl. Nur sind sich dieses Umstands die meisten Menschen eben nicht bewusst, weil sie naiv, realistisch die Worte geradewegs mit den Dingen ohne irgendeine Differenzierung miteinander identifizieren, eins zu eins übersetzen.
in der Worte repräsentieren dann zwar die Dinge, aber diese Differenz, die spielt im Grunde genommen keine Rolle. Die Worte sind die Dinge. Und das ist ein logischer Fehler, dessen Korrektur dazu führt, dass die westliche Welt und alles, worauf in rationaler Hinsicht begründet wird, in sich einstürzen muss, sobald das der Fall ist. Die Nummer 22, Fragen heißt, sich nicht von Illusionen in den Schlummer wiegen zu lassen. Doch der übertriebene Zweifel gibt letztlich auch keine besseren Antworten. Also, zwei Extrempunkte, sage ich mal. Sich von Illusionen in den Schlummer wiegen zu lassen, Fraglosigkeit, die Harmoniesoßen werden ausgegossen über den Häuptern des Publikums, über alle diejenigen, die auf der anderen Seite des Bildschirms Platz genommen haben. Er gießt sich aus den Bildschirmen heraus, die gute Laune der Unterhaltung, des Nicht-Nachdenkens und nicht-kritisch zu seins. Man möchte meinen, man ist in einem Film, die Leute haben alle etwas geschluckt, ein Soma wie in der schönen neuen Welt. Aber gelegentlich gibt es dann welche, die sind sich irgendwie vielleicht unbewusst sicher, dass hier etwas faul ist in der ganzen Geschichte, aber sie haben eben nicht die Ausbildung, die nötige Bildung ihres Geistes, um mit der ganzen Geschichte auf einem vernünftigen Weg durch Lernen umzugehen, mit Gedanken und Vorstellungen, flippen aus, landen in der Klapse, weil sie mit dem übertriebenen Zweifel nicht zurechtkommen, weil der Zweifel sich selber weitertreibt, ohne eingegrenzt zu werden. Aber davon reden wir jetzt nicht. Es geht uns hier weder um die Illusion noch um den Wahnsinn, sondern eben darum, einfach nur seinen Verstand einzuschalten, den Geist zu betätigen, Unterschiede zu machen und dann auch Einheiten herzustellen, also Analyse wie Synthese gleichermaßen. Immer im Licht einer Wertschätzung, einer Norm, eines Wertes, der den Vorzug, dem der Vorzug zugeschrieben wird, aufgrund dieser und jener Kriterien. Es gibt nur moralische, ethische Probleme. Die Probleme der Logik und des Verstandes, die sind ein für alle Mal geklärt durch eben die Grenzen dieses Verstandes,
der das Zepter der Lebensführung dem Wollen zu übergeben hat. Aber dieses Wollen ist eben mehr als gut dabei bedient. Jetzt muss ich noch mit dieses Dienen anführen, sich des Verstandes zu bedienen. Aber eben als Mittel zum Zweck. Was die Zwecke angeht, ist es das Wollen. Und um die Klarheit im Wollen zu erreichen, benötige ich natürlich den Verstand und die Widerspruchsfreiheit und die Folgerichtigkeit der Gedanken bis zu den Grundvoraussetzungen, die von mir als solche Prinzipien anerkannt werden und zu denen ich mich verbindlich verhalte. Die Nummer 50. Ein kurzer Blick auf die Uhr. Habe soeben den Eindruck, mich an der einen oder anderen Stelle etwas zu sehr ins Zeug zu legen. Die Nummer 50. Auf dem radikalen Zweifel wachsen keine Gründe. Die Skepsis grenzt an Unvernunft, den eben besprochenen Fall. Der Sortierer wieder gute Arbeit geleistet. Also Grund ist das A und O beim Zweifeln. Wenn die Gründe nicht über der Psychologie thronen, dann ist das ganze Zweifel für die Katz. Das mag sich jetzt als ein Widerspruch anhören zu dem, was ich vorhin sagte, dass eben der Verstand das Zepter an den Willen abzugeben hat. Das ist grundsätzlich richtig, was jetzt die Grundvoraussetzungen angeht, weil an die reicht kein Verstand hin, da würde man sich, wie schon in einer der vorigen Abteilungen dieser Besprechung erklärt, die ersten Gründe sind nicht logisch. Die Logik in der Logik wird kein Anfang und kein Ende thematisiert, kann nicht. Sondern es muss der Logik erst ein Grund gegeben werden, von dem aus sie operieren kann, dann mit den entsprechenden Begriffen, die sind dann in diesem Grund als Kriterium anerkannt und dann kann die Logik, das logische Denken dann immer auf Folgerichtigkeit und Widerspruchsfreiheit achten. Und so eben in der Bearbeitung und weiteren Verarbeitung irgendwelcher Stoffe fortschreiten. Und wo das nicht der Fall ist, dann haben wir es mit Unvernunft zu tun und mehr oder weniger einer Seele, hier spreche ich jetzt nicht von Bewusstsein, sondern ganz bewusst von einer Seele, weil wir es hier unter anderem, es gibt hier viele Talente,
haben wir es auch mit Seelsorge zu tun in der Klärung eben dieser Fragen. Da ist mir eben Klarheit verlangt, wo die Seele in Not sich befindet. Im nächsten Punkt wird dieselbe Thematik angesprochen. Der Zweifel als solcher, das heißt der Zweifel um des Zweifelns willen, ist unfruchtbar. Also da ist dann sofort Therapie gefragt, wenn jetzt ein Kind im Fragealter nicht mehr aufhört, warum. Und auch bei den besten Fragen nicht mehr aufhört, warum, dann wird irgendwann einmal eine Entscheidung getroffen. Dass ein Elternteil vielleicht sich die Frage stellt, muss ich mich mehr um mein Kind kümmern? Oder einfach mal die elterliche Autorität hier Platz findet und man das Kind anderweitig dazu bringt, den Rand zu halten. Der nächste Punkt, jeder Zweifel schwächt das Werk, der Glaube bekräftigt den Willen. Ja, in der Tat, ein Zweifel schwächt das Werk, wenn er an der falschen Stelle eingesetzt wird. Der vernünftige oder der folgerichtige Verlauf ist der, den Zweifel auszuräumen, bevor das Werk begonnen wird. Und dann eben die ganze Sache durchzuziehen, wie es in Neudeutsch heißt. Und der Glaube, im Gegenteil zum Zweifel, das wäre jetzt wieder die andere Variante, obwohl mir das eigentlich nicht so gefällt, den Zweifel in einen Gegensatz zum Glauben zu stellen, weil ja der Zweifel als solcher auch eine Form des Glaubens darstellt. Eben, dass etwas faul ist an der ganzen Geschichte. Und insofern ist dann der Glaube nichts anderes als eine andere Form des Zweifelns, eben als ausgeräumter Zweifel. Das heißt, wird der Zweifel ausgeräumt mit Gründen, dann ist ein größerer Glaube am Werk, der in vielen Fällen auch unrealistisch jetzt sein mag, in dem Sinne, dass eben alles Mögliche geglaubt wird. Aber das spielt jetzt in dem Moment, wo eben jemand am Werk ist, gar keine Rolle, weil eben diese beflügelnde Wirkung da eintritt. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass in einer späteren Nummer dann die Rolle des Glaubens in Bezug auf die Gesundung bei Krankheit auch, ja, das ist schon im nächsten Punkt, was rede ich denn? Dann gehen wir gleich dazu über, Nummer 70, ein Patient, der glaubt, halte so eben mein Zeichen, dass meine
Zeit, die halbe Stunde. Um ist um. Aber die Nummer machen wir noch, 70. Ein Patient, der glaubt, wird leichter gesund als der, der zweifelt. Jetzt ist natürlich das Ganze auch wieder eine Gratwanderung. Da kann man jetzt sagen, jetzt nur mal die Homöopathie betreffend, dass jetzt in diesen weißen Kügelchen da, was da an irgendeiner Substanz da noch vorhanden ist, das spielt eigentlich physisch oder chemisch gar keine Rolle, so dass es eben der Glaube ist, der heilt, aber das ist ja auch egal, weil wer heilt, hat recht, ganz egal, wie das zustande kommt. Ist nur eben immer die Frage, wer oder was da heilt. Vielleicht heilt auch bloß die Zeit oder die Natur, weil sie nicht anders kann. Aber das soll uns jetzt hier nicht weiter interessieren. Entscheidend ist nur, dass eben der Zustand, der Geisteszustand, eine wichtige Rolle spielt dabei, was jetzt jemand denkt sowieso, aber eben dann auch tut, mit welcher Energie. Und damit betreten wir quasi das Feld der eher nicht rationalen Gründe. Okay, das war's für dieses Mal. Peace and out. Das war die Nummer, die Folge 8, falls ich das noch nicht erwähnt habe.